Ein wunderschön. Ja, in der letzten Folge haben wir uns so ein bisschen hier herumgeschlagen und irgendwelche Ballons gefüllt und Maschinen und Server zum Abstürzen gebracht und. Und dabei einen unschuldigen Bolzen gedreht, damit diese Tür hier offen bleibt. Das heißt, wir versuchen jetzt einfach mal diese Tür hier zu öffnen. Jawoll. So, was haben wir denn hier? Dieses rote Rohr kommt mir bekannt vor. Das müsste das andere Ende von Dominos Rohrpostleitung sein, wenn ich da bloß rankommen könnte. So, jetzt kommen die Karten zum Einsatz. So. Zu viel Luftdruck. Oh, bitte nicht. Jetzt kommt aber tatsächlich eine Stelle, an die ich mich erinnere. Also hundertprozentig erinnere. Und ich erkläre auch gleich, warum und den Bezug. Hier vorne, man beachte bitte den eleganten Schwung um diese Stelle, ist was? Ein Locher. Ah. Und zu viel Luftdruck, Locher, das heißt, man muss gewährleisten, dass noch ausreichend Luft dann irgendwie durch diese Passionskarten durchgehen. Also benutzen wir das Ganze hiermit. Manny, was machst du da? Ich zinke Karten, Schätzchen. So, und jetzt haben wir eine gelochte Karte, die stabil immer noch ist, um das aufzuhalten, aber noch die Luft durchläuft. Ich erinnere mich deswegen nämlich so ganz genau an diese Geschichte, weil wirklich, als ich es damals gespielt hatte, habe ich unendlich lange benötigt. Und damals, muss man wirklich auch ehrlich sagen, war es mit den ganzen Komplettlösungen und den Abdrucken in den Zeitschriften, Internet, es war sowieso ein großes Fragezeichen, jedenfalls von der Menge her. Da war das noch nicht so richtig da und dann saß man stellenweise auch ein bisschen länger, um irgendwelche Sachen zu lösen. Insofern bleiben dann auch bestimmte Sachen dann sehr prägnant dann im Kopf hängen. So, wir nehmen jetzt die gezinkte, ist da eine gezinkte dabei jetzt, oder? Ja, genau, da ist nämlich eine separate. Und die packen wir jetzt hier rein. Mercedes Colomar, Kundennummer 9308. Hat Windpocken gestorben, Todeszeitpunkt, bla bla bla. Aha, positive Merkmale, hat sterbenden Kindern freiwillig Geschichten vorgelesen. Das ist gut, wirklich gut. Ich glaube, du bist es, Mercedes Colomar. Du bist genau die Richtige für mich. Glottis, bist du verrückt? Was ist in dich gefahren? Das war wow. Ein Firmenwagen. Oh yeah, und jetzt ist er erst richtig firm. Befreien. Krass. Buenos dias. Sind Sie die Schwester? Nein. Sie sind nicht hier, um mir Medikamente zu geben? Aber ich bin hier, um Ihren Schmerz zu lindern. Schätze, man konnte mich nicht retten. Nein, aber vielleicht können Sie mich retten. Das bedeutet eine Menge Verantwortung, Mr. Calavera. Wie kommen Sie darauf, dass ich ein so guter Mensch war? Miss Colomar. Meche, bitte. Meche, ich kann es in Ihren Augen sehen. Und in Ihrer Akte. Sie haben sich für ein Erste-Klasse-Ticket qualifiziert. Ihre Reise geht nach nirgendwo. Hä? Was? Habe ich etwas falsch gemacht? Laut Ihrer Akte nicht. Makelloser Lebenslauf. Zumindest das Stück, das ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob mir Ihre Anspielungen gefallen, Mr. Calavera. Gibt es etwas in Ihrer Vergangenheit, das Sie mir verschwiegen haben? Einiges, wenn man bedenkt, dass ich Ihnen noch gar nichts erzählt habe.
Tierquälerin? Tierquälerin? Niemals. Ich liebe Tiere. Ich habe einmal freiwillig in einem Tierheim gearbeitet und... Danke, das genügt vollkommen. Steuerhinterziehung? Wie steht es mit Steuerhinterziehung? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Steuern gezahlt. Aha! Weil ich nie genug verdient habe, um besteuert zu werden. Die meiste Zeit habe ich ehrenamtlich gearbeitet. Aha. Genau, du sagst es, Manny. Haben Sie jemals Ihren Mann betrogen? Mr. Calavera, sehen Sie einen Ring an meinem Finger? Nein. Aber auch keine Haut. Tja, dann werden Sie mir einfach glauben müssen. Umweltverschmutzung. Oh, Manny. Fällt Ihnen denn nichts Besseres ein? Waren Sie eine große Nummer unter den Ladendieben? Naja, man hat mich einmal verdächtigt. Wirklich? Aber ich war unschuldig. Das Hühnchen ist mir aus dem Laden nachgelaufen. Oh. Haben Sie viel gemordet, als Sie noch lebten? Selten. Nie einen umgebracht? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich habe nie jemanden umgebracht. Ach, langweilig. Nicht einmal einen klitzekleinen Mord? Vielleicht habe ich mir einfach nicht genug Mühe gegeben. Das wird sein. Geben Sie mir etwas, womit ich arbeiten kann, Matche. Würde es Ihnen helfen, wenn ich jetzt noch etwas anstelle? Ich fürchte nein. Tut mir leid. Ich gebe auf. Sagen Sie doch nicht so etwas, Manny. Sie sind aber nicht die Richtige, oder? Sind Sie sicher, dass Sie Mercedes Colomar sind? Ja. Möchten Sie meine Mutter mal sehen? Das möchte ich sehen. Klar. Wo ist es? Dort, wo ihr Jungs meine Haut hingepackt habt. Entschuldigen Sie mich. Ich muss versuchen, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen solche Umstände mache, Mr. Calavera. Sie machen doch keine Umstände, aber nennen Sie mich doch Manny. Errungenschaft. Würde es Ihnen helfen, wenn ich jetzt noch etwas... Ja. Tja. Ich begreif's einfach nicht. Wieso finde ich nichts Positives über Mitchie? Das ist, gelinde gesagt, seltsam. Ich arbeite noch an Ihrem Fall, Mitchie, aber ich habe bisher noch nichts gefunden. Vielleicht bin ich doch nicht die Frau, die Sie sich erhofft hatten. Ja, dann... Tut mir leid, falls ich Sie enttäuscht habe, Manny. Dominos Tür ist verschlossen. Okay. Hey, Klappergestell! In mein Büro! Sofort! Sie haben Firmeneigentum mutwillig beschädigt, um so an vertrauliche Unterlagen heranzukommen, um dann mit Ihrem illegal umgebauten Wagen und Ihrem nicht registrierten Fahrer Domino gegen die Karre zu fahren. Alles nur, um ihm seine rechtmäßig zugeteilte Klientin zu stehlen. In dieser Abteilung ist gar nichts rechtmäßig. Sie geben Domino alle guten Kunden. Manny, jetzt schäme ich mich wirklich für Sie. Sie haben die ganze Abteilung in Verruf gebracht. Ich werde die Dame hereinrufen, damit sie sich bei ihr entschuldigen kann. Eva? Miss Colomar, bitte. Sie ist vor etwa 15 Minuten gegangen, Sir. Sie meinte, sie hätte noch einen langen Marsch vor sich und würde lieber losgehen. Marsch? Sie hatte ein Ticket für Nummer 9. Warum glaubt sie, zu Fuß gehen zu müssen? Das war das beste Angebot, das ich hier machen konnte. Ist dir jetzt klar, warum Domino alle guten Kunden kriegt? Diese Frau war eine Heilige, eine sichere Kandidatin für ein Doppel-Endticket. Und nur weil Sie zu blöd waren, richtig hinzusehen, muss sie zu Fuß gehen, da draußen. Ganz allein, auf sich gestellt im versteinerten Wald, mit all den Dämonen und völlig schutzlos. Ist das Ihr Lohn für ein Leben voller Entbehrungen und Wohltätigkeit? Ihre Zukunft, versaut von einem übereifrigen Kerl, der nur Augen für eine fette Provision hatte. Rein mit Ihnen und bleiben Sie da, bis die Jungs von oben entschieden haben, was mit Ihnen geschieht. Jemand wird dafür bezahlen müssen, Calavera. Und das werde nicht ich sein. Oh. Das ist ein Spender für etwas, das Philodent heißt. Ich kann da draußen niemanden sehen. Hat
hier Glottis halt einen tollen Glottis-Kalender. Hey, ist da jemand? Nun, Manuel, hast du über deine Tat nachgedacht? Was ist er denn? Wer ist da? Ich bin du, oder besser, ich war vor Jahren wie du. Schön, aber momentan bin nur ich ich, also verschwinde. Was werden Sie mit mir anstellen? Ich will dich ja nicht nervös machen, Calavera, aber hast du schon mal jemanden sprießen sehen? Sprießen? Was meinst du mit Sprießen? Dann weißt du also nicht, es gibt nichts Grausigeres als den Stich des Sprießers. Sein tödlicher Stachel treibt die grüne Pest durch jede verknöcherte Pore deines Körpers. Bis du Wurzel durchsetzt und von Gras bedeckt bist, das immer kräftiger und saftiger wächst. Du platzt auf und treibst Blüten, die dich in ein duftendes Bouquet aus Schmerz und Leiden verwandeln. Und du schreist, bis dein Mund sich mit Blüten und deine Nasenöffnungen mit Dornen füllen. In deinen Augen sammelt sich Nektar. Und dann bist du nichts weiter als ein buntes Blumenbeet, um das die Hummeln summen. Bist du fertig? Ja. Nein, habe ich noch nie gesehen. Lass mich hier raus. Der einzige Weg hinaus, Manuel. Hinein. Wenn du der Dienststelle immer noch treu ergeben bist, dann bekenne dich dazu. Vielleicht hört das Management dich und nimmt dich wieder in seine Obhut. Das klingt ja wie eine Sekte. Meine Loyalität gehört noch immer der DOD, ob du es glaubst oder nicht. Braver Junge. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser Einstellung noch früh genug hier rauskommst. Okay. Also er wird mir nicht so sonderlich helfen. Was haben wir denn hier noch? Haben wir denn was im Inventar? Ey, wo ist denn mein Luftballon? Das brennt doch nicht. Na und? Aber kann man vielleicht auffüllen? Hier vielleicht? Nee. Hey, Wache! Wie fühlt sich mein kleiner Graf von Monte Cristo? Nein, im Ernst. Wer bist du? Ich bin ein Mitgefangener, mein Freund. Aha. Kann sein, aber deine Zelle ist viel größer als meine, Kumpel. Ich überlege gerade, wie ich hier am besten rauskomme, bevor ihr reinkommt. Wenn du immer noch dazugehörst. Roll dich auf den Rücken, zieh den Schwanz ein und wimmere die Firmenhymne. Ja, ja, ich weiß schon. Die DOD spielt ein falsches Spiel und das werde ich beweisen. Das würdest du tun? Das könnte der Behörde eine Menge Ärger bereiten. Nun, nein. Ich bin nur sauer. Tja, das wird schon. Irgendwie, wenn ich die Loyalität bestätige oder nachweise oder was auch immer, hörten die Gespräche auf. Hey, Wache! Wie fühlt sich mein kleiner Graf von Monte Cristo? Ja, ja. Hör mal, Amigo, du musst mir jetzt die Tür aufmachen. Wie oft muss ich denn noch um Verzeihung bitten? Es ist mir egal, ob es dir leid tut. Ich will wissen, ob du loyal bist. Die DOD spielt ein falsches Spiel und das werde ich beweisen. Ich hörte bereits, dass du im Zorn gern leere Drohungen aussprichst. Die Frage ist, würdest du der DOD wirklich schaden wollen? Na klar. Ich werde diesen Sumpf der Korruption austrocknen. Junger Mann, du bist ein Feind der DOD. Nee. Willkommen im Club. Salvador Limones mit Gast. Wohin bringst du mich? Zum Hauptquartier des ZVS. ZVS? Das Zentralkomitee verlorener Seelen. Wir sind nur wenige, Manuel, aber wir suchen stets nach neuen Rekruten. Ach, Herr Jemini. Um was genau zu tun? Du musst unserem Nachrichtendienst helfen. Eva kennst du ja. Manny?
Ich war einst ein Sensenmann wie du, Manuel. Doch dann habe ich in unserer geliebten Dienststelle ein Netz der Korruption. Ist nicht wahr. Ich habe Grund zu der Annahme, dass die Abteilung die Seelen, die ihr anvertraut werden, betrügt. Ich fürchte, jemand stiehlt die Zukunft jener armen, naiven Seelen, sodass sie keine andere Wahl haben, als allein und schutzlos den trügerischen Pfad der Tränen zu begehen. Schutzlos und allein. Wie Babys, Manuel, wie Babys. Hast du Beweise? Und genau hier kommst du ins Spiel, Manuel. Oder soll ich Agent Calavera sagen? Manny, reicht völlig. Ich will keiner militärischen Organisation beitreten, Sal. Ich will nur meinen Job zurück, damit ich meine Zeit hier abarbeiten kann. Nun, ohne meine Hilfe kommst du nicht einmal aus der Stadt. Das wiederum bedeutet, dass du diese Frau niemals finden wirst. Und somit hast du auch keine Chance, deinen Job zurückzubekommen. Überleg's dir. Wir könnten einander sehr nützlich sein. Interessant. Sehr interessant. Ein Bombenabwurf durch der Taube. Das ist okay, ja, mein Computer, wir schauen mal. Das brennt doch nicht. Dieser Computer ist abgeschaltet. Wir haben das Ding, seitdem es ausgemustert wurde. Aber wir haben es noch nicht ans Laufen gebracht. Aber wenn wir soweit sind, dann brauchen wir dich, um in das System zu kommen. Bis dahin bin ich längst weg. Das wird sich zeigen, Manuel. Das ist ein Diaprojektor. Mhm. Manuel, ich wollte mir das gerade ansehen. Das Alter Ego der Sekretärin meines Chefs. Ich bin's nur, Schätzchen. Na, Eva, hast du was zu erzählen, ne? Du bist also nicht wirklich Sekretärin. Ich bin eine Spionin, Manny. Na, diese Zeitarbeitsvermittlung benutzen wir bestimmt nicht mehr. Irgendwelche Nachrichten für mich? Ja, mach mit oder stirb. Oho. Aber ich bin doch schon. Nochmal. Eva, hilf mir zu fliehen. Die Bremen ist fertig und ersprießen mich. Du kannst nicht gehen, Manny. Wenn wir herausfinden wollen, was da vor sich geht, benötigen wir Zugriff auf das Computernetz der DOD. Und Zugang bekommen wir nur über einen Verkäufer wie dich. Der Computer überprüft den Benutzer, wenn er sich einloggt. Und wie macht er das? Über meine Fingerabdrücke? Deine Zähne, ups. Manny. Hast du noch nie bemerkt, dass dein Gebiss gescannt wird, wenn du dich einloggst? Nee. Ich habe das für statische Entladungen gehalten. Wir brauchen deine Zähne, Manny. Wir können dich nicht gehen lassen. Tut mir leid. Fragt Kopal sich eigentlich nicht, wo du bist? Don und Domino haben sich mit einem ihrer ach so wichtigen Vorgesetzten aus der Stadt in Dons Büro eingeschlossen. So ein Fettsack mit einem Face. Wer ist dieser Dickwanst? Und welche Rolle spielt er in diesem düsteren Puzzle? Tja, das müssen wir klären. Wie lange bist du schon Spionin? Salvador hat mich vor etwa einem Jahr rekrutiert. Ich konnte ihm nicht widerstehen. Er ist so edelmütig. Woran arbeitest du gerade? Woran arbeitest du da gerade? Ich versuche, dieses Funkgerät zu reparieren, damit wir es im Feld benutzen können. Aber es sieht ziemlich hoffnungslos aus. Salvador hat recht. Wir brauchen gute, altmodische Brieftauben, um mit unseren Agenten in Kontakt treten zu können. Ihr habt da draußen Agenten? Nein. Im Moment sind da nur Sal und ich, Manny. Aber eines Tages... Du willst mir also nicht hier raushelfen? Dir schon, aber nicht deinen Zähnen. Denk darüber nach. Errungenschaft, mach mit oder stirb. Wieder. Okay. Mach die Tür auf, Sal. Ich habe noch zu tun. Heißt das, dass du bei uns mitmachen wirst? Ich bin kein Mitläufer. Mach die Luke auf und wir bleiben Freunde. Tut mir leid, Manuel. Aber wir befinden uns im Krieg und du bist gerade eingezogen worden. Ach nee. Und was willst du dann von mir? Ich werde eine Untergrundbewegung aufbauen, um das Unrecht in El Maro zu bekämpfen. Je weiter sich das Zentralkomitee verlorener Seelen ausbreitet, desto wichtiger wird die Kommunikation werden. Wir brauchen Boten, denen wir vertrauen können. Du willst, dass ich euer Bote werde? Nein, Manuel. Wir sind wenige und unsere Agenten zu wertvoll, um solch gefährliche Tätigkeit zu verrichten. Die Vergangenheit lehrt uns, dass nur ein Bote einer Sache wie unserer dienen kann. Brieftauben.
Wenn ich dir ein paar Tauben vom Dach hole, darf ich dann gehen? Nein, ich muss sie von Geburt an ausbilden, Agent Calavera. Du musst mir ihre Eier bringen. Du hältst mich hier fest, weil du Eier brauchst? Warum stehst du noch hier rum, Calavera? Besorg mir eine Luftwaffe, ehe sie schlüpft. Bin weg. Lebe wohl, Agent Calavera, und viva la Revolution! Okay. Dann, was ist das hier eigentlich? Wo geht es dahin? Zu einem Geheimgang, der aus der Stadt herausführt, aber eröffnet sich nur für Mitglieder des ZVS. Okay. Was ist das hier offen? Ah, das große Tor. Aber... gucken, ist Glottis hier schon da? Sieht nicht danach aus. Dann klettern wir mal hier hoch wegen den Tauben. Ist ja so die nächste Aufgabe, die wir hier anscheinend haben. Und ist hier irgendwas wieder offen oder so? Die Vorhänge sind zu. Dam und Don sind wohl noch drin. Okay, scheinbar nicht. Wir haben nichts Schweres, was wir... Das wird nicht funktionieren. Hat man, glaube ich, schon. Das wäre kein guter Verwendungszweck für dieses besondere Zeremonienbrot. So, dann geht's nochmal runter. Da gehe ich nicht rein. Ich hoffe, Sie glauben, ich bin immer noch eingesperrt. Okay. Vielleicht von hier innen irgendwie weiter. Ich gehe da nicht hoch. Die sollen glauben, dass ich noch immer eingesperrt bin. Okay. Jetzt ist ja Dings nicht da. Kann man vielleicht dann... Verschlossen. Können wir nicht. Verschlossen. Hey, was haben die mit Glottis gemacht? Ja, gute Frage, ne? Das ist ein Spender für etwas, das Philodent heißt. Cremig wie Softeis. Aber dem Geruch nach zu urteilen, ist es eher Spachtelmasse. Mhm. Das wäre kein guter Verwendungszweck für dieses besondere Zeremonienbrot. Hätte ja klappen können. Gut.
oder weniger gut. Ich überlege schon die ganze Zeit, was an der Stelle jetzt gemacht werden könnte. Aktuell fällt mir aber dazu nicht viel ein. Deswegen, ja, machen wir hier an der Stelle einfach mal eine Folgenpause. Und vielleicht ist ja dann bis zur nächsten Folge dann der Kenntnisstand ausgereift, wie wir weiter fortgehen wollen. Ja. Raucht noch eine. Gut, ansonsten wünsche ich was. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.